So, relativ kurz, also es gibt eine Sache in der ganzen Ernährung und Ernährungsumstellung, Ernährungsberatung, was so der Hauptpunkt mittlerweile ist oder einer von zwei Hauptpunkten, die nicht so ganz funktionieren. Und zwar ist das die Balance, also viele denken halt, sich besser ernähren oder halt sich reinigen, das wird reichen, fertig, Schluss aus. So einfach ist der Weg, ist überhaupt nicht so. Erst ist das extrem individuell, weil der Geist halt die führende Rolle spielt und sich da viel besonders unterbewusst manifestieren kann. Und zweitens kommt es darauf an, in seiner persönlichen Balance zu sein. Also es gibt halt so eine gewisse Illusion, in der wir leben. Und wir können nicht einfach sagen, ja, jetzt versuche ich da rauszukommen und versuche mich halt naturgerecht oder sowas zu ernähren und fertig, sondern wir fallen sowieso ständig, täglich, mehrfach in diese Illusion zurück und dann handeln wir quasi gegen uns selbst, wenn wir uns da dann, ja, wenn wir das dann nicht zulassen und dann sagen, ja, ich muss mich jetzt aber trotzdem so und so gesund ernähren, obwohl ich jetzt das Bedürfnis danach und danach habe, obwohl dieses Bedürfnis schon als Illusion enttarnt wurde. Aber wenn man das dann nicht zulässt, dann ist man nicht mehr in seiner Balance irgendwann. Und so kann ich nur sehr empfehlen, seinen eigenen Qi-Fluss, also seinen Energiefluss zu kontrollieren. Da sowieso alles selber kontrolliert wird, nur dass bei den meisten geschieht das halt unterbewusst und da kommt nicht viel bei rum, sag ich mal so. Aber es ist in erster Linie besser, die Sache selber in die Hand zu nehmen und seinen Energiefluss selber zu kontrollieren. Das heißt, man selber stellt sowieso seine eigene Energie zur Verfügung, nur die meisten tun es unbewusst. Und es ist besser, sich um die eigene Energie zu kümmern, anstatt sich halt auf eine reinere Ernährung zu konzentrieren, sich darauf zu verlassen. Oder dass das Energie geben würde oder dass die Reinigung Energie geben würde. Das würde ich erst in zweiter Linie machen. In erster Linie würde ich mich um mich selbst kümmern und halt wirklich versuchen zu lernen, am besten täglich den eigenen Energiefluss zu kontrollieren, zu maximieren. Und dann kann man halt sogar viele Sachen essen und die haben dann zwar immer noch einen kleinen Effekt auf einen, aber solange es halt vegan gesund ist, also ganze Lebensmittel und so weiter, hat man trotzdem, wenn man halt in seiner Balance bleibt, ab und zu halt Reinigung macht, hat man trotzdem so viel Energie, wie man es sich hätte nie vorstellen können und mehr als der beste Leistungssportler. Obwohl man dann trotzdem noch vielleicht täglich so gekocht ist, weil man dann in seiner Balance ist. Und das ist halt viel ausschlaggebender, als sich einfach zu reinigen und fertig. Also die meisten Leute, die ich auf diesem Reinigungsweg sehe, da sehe ich halt, dass sie in meinen Augen nicht in der Balance sind und auch nicht diese krasse Energie haben, die eigentlich von der Logik her da sein müsste. Aber es geht halt, die sind dann zwar extrem rein und haben dann sehr wenig Widerstand, also die Widerstände im Körper gelöst, sodass die eigene Energie besser durchkommt, aber die von der eigenen Energie ist dann nicht mehr so viel da, weil die Freude nicht mehr so ganz da ist, die innere Balance nicht da ist. Und das kann insgesamt sogar auch Jahre dauern, je nach geistige Verfassung, auch psychologische Verfassung, um das alles ins Lot zu bringen. Und man kann da auch halt wirklich nicht nur nach Logik gehen, weil wir sowieso immer wieder zurückfallen, weil wir nicht rein logisch aufgebaut sind. Das wäre auch ziemlich langweilig und wird den, ja, wird die Sache des Lebens an sich verfehlen, wenn wir nur darauf aufgebaut wären. So, ich hoffe, ist ein bisschen verständlich rübergekommen und ja, das finde ich auch ist ein sehr wichtiges Thema, wenn ich einzeln oder das zusammen mit dem Reinigungszweck an sich, das ist, denke ich mal, so das wichtigste Thema. Alles klar, bis dann, ciao.